Im ersten Halbjahr hat die Arbeiterkammer Niederösterreich 45,8 Millionen Euro an Nachzahlungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreicht. Bei einer Pressekonferenz wurden die häufigsten Probleme und Sorgen der Mitglieder besprochen. Trotz der Erfolge gibt es weiterhin große Herausforderungen, besonders bei Schwerarbeitspensionen und unbezahlten Überstunden. Die Kammer rät allen Betroffenen, sich frühzeitig Hilfe zu holen. Im ersten Halbjahr 2024 haben mehr als 81.000 ArbeitnehmerInnen in Niederösterreich Hilfe bei der Arbeiterkammer gesucht, häufig wegen unbezahlter Überstunden und Problemen mit der Schwerarbeitspension. Besonders betroffen sind Beschäftigte im Gesundheitswesen, in Pflegeberufen sowie im Handel und in der Gastronomie. Hilfe und Unterstützung, und das ist ganz wichtig, bekommen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von unseren Expertinnen und Experten, die jeden Tag für die Kolleginnen und Kollegen, die niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da sind. Es geht um Beratung, es geht um Intervention mit dem Arbeitgeber und natürlich auch klarerweise auch bis hin zur Vertretung beim Arbeits- und Sozialgericht. Auch so wie die Jahre davor sind natürlich Überstunden, Beendigungsthemen, Überprüfen der Endabrechnung im arbeitsrechtlichen Bereich, genauso wie im sozialrechtlichen Bereich, Schwerarbeitspensionen, Invaliditätspensionen, wenn Personen einfach aufgrund von Erkrankungen nicht mehr arbeitsfähig sind. Das waren eigentlich unsere Hauptthemen auch dieses Jahr wieder. Die wichtigsten Erkenntnisse sind für mich, dass es neben der durchaus gestiegenen E-Mail-Beratung und telefonischen Beratung, überhaupt seit Corona merken wir das natürlich gerade im E-Mail-Bereich, dass auch der persönliche Kontakt in den letzten zwei Jahren wieder mehr gesucht wurde, was mich besonders, ich will nicht sagen freut, aber natürlich bestätigt darin, dass wir in jedem Bezirk mit einer Bezirksstelle vor Ort sind. Und eine zweite Sache, die man sieht, ist, dass durchaus im Bereich der Schwerarbeitspensionen, aber auch im Bereich von Überstunden hier wieder vermehrt nachgefragt wurde und wir diese Themen mehr beraten mussten. Die komplizierten Regelungen zur Schwerarbeitspension führen immer wieder zu unverständlichen Entscheidungen, die den Zugang zu dieser wichtigen Leistung erschweren. Die Problematik dahinter ist, dass nicht ganz klar geregelt ist in der Schwerarbeitsverordnung, welche Berufe tatsächlich hineinfallen. Es gibt eine Umschreibung von Tätigkeiten, aber die Berufe sind nicht genannt. Also einer der Wünsche wäre, dass wirklich diese Liste, die es gibt von der Sozialversicherung mit den Berufen, dass diese in die Schwerarbeitsverordnung vielleicht auch eingearbeitet wird und somit klargestellt ist, welche Berufe hineinfallen. Die Schwerarbeit ist ein Thema, was natürlich jetzt immer mehr und mehr zunimmt, ja, weil wir meistens schon Einzelerhebungen, Einzelfälle vor dem Arbeits- und Sozialgericht durchboxen müssen. Das heißt, es wird für jede Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer immer schwieriger, die Schwerarbeit zuerkannt oder zugesprochen zu bekommen, weil Sachverständige nachprüfen müssen. Die müssen den Ablauf nachprüfen. Ja? Und ich sage immer wieder dazu, wenn man gerade im Gesundheits- und Pflegebereich sowieso Probleme hat, Mitarbeiter zu bekommen, dann ist es nicht motivierend, weil da ist zum Beispiel eine Regelung, die haben einen 12-Stunden-Tag. Die haben eine 12-Stunden-Schicht im Pflege- und Gesundheitsbereich. Da gehen sich 15 Tage im Monat, was Voraussetzung ist, nicht aus. Aber die arbeiten bereits in 10 Tagen mit 12 Stunden, 120 Stunden im Monat, wird aber nicht angerechnet, und andere in 15 Tagen mit 8 Stunden auch 120. Also ich glaube, das alleine zeigt schon, dass es nicht fair ist, dass es nicht gerecht ist und dass es schon gar nicht motivierend ist für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in diesen Bereich einzusteigen. Jede vierte Überstunde in Österreich wird laut Arbeiterkammer nicht bezahlt, was den Beratungsbedarf erheblich erhöht. Dank der Unterstützung der Arbeiterkammer konnten Nachzahlungen von über 45 Millionen Euro erreicht werden. Diese Zahlen verdeutlichen, wie wichtig der Schutz der Rechte von ArbeitnehmerInnen in Österreich geworden ist. 48,5 Millionen Euro, glaube ich, ist ja ein Wert, der ja mehr als mehr eindrucksvoll ist. Ich sage immer wieder dazu, es ist vorenthaltenes Entgelt. Das ist ja nicht das Geld, das die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht in ihren Händen haben. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, die Dunkelziffer, die leider nicht zu uns kommen, darum sage ich immer an jeden, bitte lasst euch beraten, lasst die Abrechnung, was auch immer, kontrollieren. Es ist besser, man schaut einmal mehr drauf, als wir einmal zu wenig.